Wie geht es weiter, fragst du dich? Ich hab ne lässige Antwort. Das ist einfach total geil, ne? Weil niemand hat erwartet, dass wir so krass abgehen. Und jetzt, wenn man sich das mal überlegt, sind wir erster und zweiter Platz. Und das ist schon ein krasses Gefühl. Du hast ja nichts geschafft, ja. Du hast es echt versäumt, doch ganz egal, was auch passiert, manchmal ist man nebenblind. Wir werden schaffen, Alter, weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind. Mai 2017. Es ist unglaublich warm. Doch die Spielerinnen der Mölnbecker Schwalben strahlen mit Trainer Manuel und der Sonne um die Wette. Aus gutem Grund. Nicht nur, weil die Mannschaft größer geworden ist, sondern weil in dieser Spielzeit auch ein kleines Wunder geschah. Sag mal, was war das für eine Saison? Das war unglaublich. War das. Beide Teams völlig über dem, was wir uns erwartet haben. Auf jeden Fall. Spitzenreiter! Hey, hey! Und jetzt Schuss! Ja. Was keiner für möglich gehalten hatte, wurde am Ende der Saison noch wahr. Nein. Zwar blieb die Mannschaft von Manuel Hilwig ohne Wertung, doch die Punkte wurden fleißig mitgezählt. Am Ende der Saison waren es tatsächlich der erste und zweite Tabellenplatz. Man kann auch sagen, Meisterschaft. Was hält euch eigentlich alle so zusammen? Ich habe eben gerade schon mit Manuel gesprochen, aber irgendwie scheint ja noch, also immer dieses, wir sind eine Familie. Ich glaube, da ist irgendwie noch so ein Kleber dazwischen. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, man hat jetzt Training und Spiel gehabt und dann ist vorbei. Das ist irgendwie, da ist mehr drin. Also wir sitzen auf jeden Fall immer noch und jeder bringt halt so seinen eigenen Charakter mit, den er hier irgendwie mit einbringt. Und wir haben einfach alle Spaß zusammen, weil wir ergänzen uns total gut, so als Truppe. Ja, und ja. Aber da war noch was, was keiner weiß. Ein Versprechen, eine Herzensangelegenheit. Vielleicht sogar der Antrieb für diese schier unglaubliche Saison. Also, wenn man so immer gedacht hat, so Marvin, er war einer unserer größten Fans von uns und dann kam die Nachricht, er ist einfach nicht mehr da. Hm. Das war schon hart und es nimmt uns alle schon noch mit. Aber es gibt uns auch Kraft und wir spielen für ihn. Und wir haben gesagt, wir schaffen das diese Saison für ihn und das haben wir gemacht. Aber nur der Kapitän? Ja, viel zu jung auf jeden Fall. Also, das ist schon echt schlimm. Ja. Wen haben wir es gemacht? Marvin! Wen haben wir es gemacht? Marvin! Und was sind wir? Ein Team! Was sind wir? Ein Team! Was sind wir? Ein Team! Es sollte Marvins Saison werden. Und das Spiel. Fortan war jedes Herz nur auf einer Seite. Nicht nur ein Punkt. Jeder Punkt ist für Marvin. Diese Saison ist für Marvin. Diese Mannschaft ist Marvin. Es war eine sehr emotionale Zeit für die Spielerinnen und für den Trainer. Denn sie wussten ganz genau, dort oben, da schaut einer auf uns. Wir haben ein Versprechen, wir haben es gegeben und wir werden es einhalten. Dieses Versprechen ist getoppt worden. Und eins ist klar. Spätestens nach Saisonende wird Marvin ein Teil der Mannschaft, ein Teil des Trainers, ein Teil des Herzens. Ich stehe alleine vor deinem Grab. Die Sonne lacht, auch wenn man weint. Denke nach über die alte Zeit. Hab nicht immer alles ernst gemeint. Wenn ich hier sitze an diesem stillen Ort, dann merke ich, du bist eigentlich hier. Bist an meiner Seite als Freund. Und ich bei dir, die ganze Welt um mich herum steht plötzlich still. Versteht denn keiner, dass ich dich wiedersehen will? Oh, oh, oh. Jetzt sehen wir uns wieder. Jetzt bist du wieder bei mir. Tausend Fragen, die Sonne scheint, jetzt weiß ich die Antwort. Du
bist immer hier.